Hallo liebe Koi- und Gartenfreunde und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal werde ich in regelmäßigen Abständen Videos zu den Themen Koi, Garten und Aquaponik hochladen. Falls euch diese Themen also interessieren, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Im heutigen Video möchte ich einige Punkte zu meinem neuen Trommelfilter vorstellen. Diesen habe ich vor nicht allzu langer Zeit installiert und habe bereits einige Schwachstellen an dem System entdeckt. Diese möchte ich euch nun zeigen. So, hier seht ihr nun den neuen Aquaforte Trommelfilter. Und hier seht ihr auch gleich die erste Schwachstelle. An den Seiten dieser Siebelemente ist bei mir an mehreren Stellen die Naht aufgegangen bzw. das Sieb gerissen. Eine Naht in dem Sinne gibt es eigentlich gar nicht, aber man kann hier so etwas Ähnliches wie eine Naht erkennen. Wahrscheinlich wurde hier im Produktionsprozess die Gase irgendwie geknickt. Dieser Fehler ist bei mir das erste Mal nach circa 2 Wochen aufgetreten. Und zwar kann man das hier an dem von mir getauschten Siebelement ganz gut erkennen. Wie ihr sehen könnt, ist einmal das Sieb aus dem Gummi herausgerissen worden und gleichzeitig ist es an dieser Naht hier aufgegangen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich den Trommelfilter irgendwie übermäßig belastet hätte, da bei mir kein übermächtiger Laubeintrag stattgefunden hat. Es waren auch keine übermäßigen Fadenalgen oder sonstigen Belastungen im Wasser. Daher bin ich jetzt schon überaus enttäuscht von diesem System, da der Filter im ersten Moment eigentlich einen sehr hochwertigen und zuverlässigen Eindruck gemacht hat und in den ersten beiden Wochen auch super funktioniert hat. Allerdings hat es dann eben, wie besagt, mit dem Ausfallen der Siebe angefangen und mittlerweile ist mehr als die Hälfte der Siebe kaputt und da eben so ein Ersatzteil hier über 30 Euro kostet, ist das Ganze nicht zu vernachlässigen von den Kosten, vor allem da ich nicht weiß, ob es sich jetzt hier bei meinem Exemplar um einen Produktionsfehler handelt oder ob das System allgemein schlecht ist. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich weiter vorgehen werde. Ich denke, ich werde jetzt erstmal Kontakt zum Hersteller aufnehmen und versuchen, das Ganze zu reklamieren, da eben nicht abzuschätzen ist, wie das ganze System dann weiter laufen wird. Eventuell gibt es auch irgendwelche Tipps, um das Ganze zu schonen, was ich mir eben aber nicht vorstellen kann. So, das gleich zum größten Manko an dem Filter. Ein weiteres kleines Manko ist die Reinigung der Spülrinne, denn falls doch mal viele Algen auftreten, viele Fadenalgen auftreten oder sonstiger Schmutzeintrag ist, dann ist es bei mir schon mehrfach vorgekommen, dass sich zwischen dem Trommelsieb und der Ablaufrinne ein Schmutzknäuel gebildet hat, welches dann verhindert hat, dass der Trommelfilter sauber gespült wird. Wenn man dieses dann entfernen will, muss man entweder über die Spülrinne hineingreifen oder eines dieser Siebelemente abschrauben, was schon einen gewissen Aufwand darstellt. Beim Abschrauben muss man auch extrem darauf achten, dass keine Schraube in den Trommelfilter fällt, da man nicht die Möglichkeit hat, neben der Trommel vorbeizugreifen. Mir ist dies passiert, dazu musste ich dann diesen Ablaufanschluss öffnen, den Trommelfilter ablassen und dann hat es die Schraube herausgespült. Also hier müsst ihr sehr vorsichtig sein. Ich weiß jetzt nicht, ob man Schmutz im Trommelfilter sehen kann. Ne, wie ihr seht, ist im Moment der Zwischenraum zwischen der Trommel und der Spülrinne frei. Aber wie gesagt, es ist bei mir schon einmal vorgekommen,
dass in diesem Bereich Schmutz hängen geblieben ist. Dadurch, dass nun der Trommelfilter eben nicht mehr sauber funktioniert, hier sieht man unter anderem die Beschädigung nochmal im Detail, kommt natürlich jetzt der Grobschmutz in meine weitere Filterkammer. Zum Glück habe ich aber nach dem Trommelfilter eben nochmal eine Bürstenkammer eingebaut. Somit bleibt zumindest die Biologie von dem extremen Grobschmutz verschont. Man merkt es aber jetzt schon deutlich an der Wasserqualität. Das habt ihr vielleicht auch schon an meinem letzten Vlog gesehen. Dort waren extrem viele Schwebstoffe im Wasser und das Wasser war allgemein relativ trüb. Wie gesagt, meine erste Euphorie gegenüber des Trommelfilters ist nun, wie gesagt, bei weitem verflogen. Ich hoffe auch, dass es hier eine Lösung gibt, weil mir das Prinzip des Trommelfilters aus diesem Gusskunststoff zu relativ überschaubaren Preisen eigentlich zugesagt hat. Eventuell bewahrheitet sich aber nun hier wieder, dass wer billig kauft, zweimal kauft. In diesem Sinne, so viel zu meinem ersten Feedback zu diesem Trommelfilter. Falls es Neuigkeiten gibt, werde ich euch natürlich wieder berichten. Und wenn ich das nächste Mal ein Siebelement tausche, werde ich dann auch ein kurzes Video darüber machen, damit ihr seht, mit wie viel Arbeitsaufwand das wirklich verbunden ist. In diesem Sinne, euer Chris von Chris Coin Garden Blog. Ciao.